Das hätte ich vermutlich auch vorher schon hinbekommen, ohne den Neustart. So, Star Drop Nummer 6. Baba is you, hier ganz oben. Baba ist aber auch gleichzeitig Meld. Skull is defeat, 1, 2 Skulls. Ghost is ghost, wir haben noch keinen. Endstop. Wall is stop. Wir haben ein Belt is, ein freies Flag, ein Fall. Ein Grass is hot. Okay, also Grass is hot würde dazu führen, dass wir so drauf gehen würden, genau. Me is move and push. Flag is win. Aha. What? Kann ich mal ganz kurz herausfinden? Star Drop. Ist das auch ein Hinweis auf irgendwas? I don't know. So, also, mir ist klar, wenn ich Grass is Hot deaktiviere, dann könnte ich das da rausschieben. Okay. Ansonsten Belt is Shift, Grass is Grass, Belt is not Flag. Aha. Warum existiert Fall? I don't know. Mir ist auf jeden Fall, nee, noch nicht klar, was ich hier machen soll. Auf den ersten Blick würde ich ja behaupten, dass... Hätte ich sowas wie All is... Ne, All is Fall ist falsch, oder? Nein, nicht unbedingt. Würde ich sagen, All is Fall könnte das alles da runterplumpsen und ich könnte mich da hinterherlaufen lassen, um dann auf den Stern zu kommen. Das Problem ist, das ist ein Stern. Was will ich mit einem Stern? Ich könnte daraus Star machen. S-T-A-R. Wir wissen, wir können das nicht hier einsetzen. Ich kann nicht Skull buchstabieren. Ich kann nicht All buchstabieren. Warum bist du da? Wie kriege ich dich da runter? Wir haben keine Flagge, dementsprechend verstehe ich nicht. Das wird die Herausforderung sein. Wie zum Kuckuck kriege ich denn bitte... Wenn der losläuft, dann würde der... Moment, zeig mal. Mal. Achso, dadurch, dass Belt Shift ist, das ist hier standardaktiv, okay. Warum ist dann Belt ist noch gleichzeitig aktiv? Oder vorhanden. Was willst du von mir? I don't know. Belt is not flag. Okay, also ich kann das nicht verwandeln. Ich könnte theoretisch was auch zu Gras verwandeln, genau. Kann ich irgendwas zu Ass verwandeln, indem ich aber das G und das R rausnehme? Gibt es noch irgendwelche anderen Worte, die ich hier herausbekomme? Toss. T-O-S-S. Der ist super merkwürdig. Ich verstehe zum Beispiel noch nicht, warum die überhaupt existieren. Ich soll also irgendwas fallen lassen. Aber was lässt man hier denn fallen? Ich verstehe, dass ich irgendwann Star daraus machen kann. Was wäre denn? Okay, also ich könnte das zwar machen, aber das Problem ist, ich habe keinen Platz dafür mehr irgendwie. Belt ist Star. Okay.
Damit habe ich mir jetzt aber auch Flag as Wind deaktiviert. Das darf also nicht der Fall sein. Okay. Alles klar. Ich muss irgendwas... Achso, Flag... Nee, Star is Flag soll die Aufgabe sein. Okay. Gut, damit habe ich jetzt eine Siegeskondition. Das Fiese ist, Star is Fall funktioniert nicht. Weil ich da ein S, ein T, ein A, ein R hinbekomme und mehr auch nicht. Warum existierst du? Ich kann dich deaktivieren, cool. Und mehr sehe ich ja auch noch aktuell noch nicht wirklich. Baba is Flag, no. Baba is Wort. Also aktuell wirkt das einfach nur als, hey, du kannst das H da rausnehmen und vielleicht soll man darauf hinweisen, dass man da mehr rausmachen kann. Aber halt, denke, das ist mittlerweile eh klar, wenn man die Einzelbuchstaben sieht, dass man daraus mehr zaubern kann. Wie komme ich an diesem doofen Skull vorbei? Wie schaffe ich es, das Zeug nach unten plumpst? Deswegen, ja, ich verstehe, ich habe hier die Möglichkeit, Sachen dahin zu platzieren. Aber was platziert man denn dahin? Es ist nicht Belt is Fall. So lustig das wäre, damit haben wir nichts. Und ich vor allem sehe auch, dass man das nicht von unten einfach so reinschieben kann. Das ist natürlich ein ganz großes Kino. Wo ich mich schon wieder frage, ist die Anordnung so gewollt? Hoppala. Joings. So, wir wissen, das ist schon mal richtig. Okay, damit ist Belt jetzt nach unten geplumpst. Ja, und das würde auch nur dazu führen, dass dann auf einmal Mii anfängt, Blödsinn zu machen. Ich habe meines Erachtens keine Möglichkeit, die Wand zu verschieben. Ich habe keinen Push. Richtig? Ja, ich habe keinen P. Ich habe das Gefühl, als soll man mit dem Buchstaben noch irgendwas anderes buchstabieren und ich habe keine wirkliche Übersicht dafür. Ich denke, Baba is Melt. Was man machen kann, ist natürlich ein Baba is... komm wieder zurück. So ist wie ein Baba is Hot zu generieren. Kann das ja alles... Wuppala, einer zu viel. Können das ja alles, zum Beispiel alles nach oben jetzt ver... Wieso, ich brauch's ja nicht mehr. Ich könnte jetzt zum Beispiel ein Baba is Hot kreieren. Ich hab nur nicht da viel davon, ne? Ja. Weil ich war der Einzige, der bisher Meld war. Was passiert, wenn man Hot und Melt gleichzeitig ist? Das wäre vermutlich ganz lustig herauszufinden. Aber ich gehe davon aus, dass ich mich dann einfach nur selbst zerbrutze. Flag is Win, damit ist das eigentlich durch. Wenn ich sagen würde, Flag is Fall, würde ich doch nur das Problem bekommen. Oh, nee, ich kann kein Stopp buchstabieren. Deswegen, ich dachte vielleicht, man muss versuchen, dass die Dinger eigentlich runterfallen lassen. Belt muss irgendwas sein. Okay, das ist die Idee. Ich verwandle es in eine Flagge. Sage dann, Flag is Fall, damit der an dem theoretisch vorbeifällt. Und dann muss ich es irgendwie schaffen, dass ich den auffange. Was nutze ich da, um das runterfallen zu lassen? Das wird die große Herausforderung. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass man sagt, ich nehme die Flagge, lasse sie runterfallen, stelle hier irgendwas dafür.
vor und lasse das dann runterfallen. Was würde man da nur hinstellen? Denn viel haben wir nicht als Option. Aber lass uns das trotzdem mal ganz kurz testen. Wie sieht denn das aus? Ja, jetzt muss ich natürlich richtig aufpassen hier wieder mal. Genau, der fällt nämlich einfach nur auf die andere Seite rüber. Das hilft mir noch nicht. Aber dadurch, dass ich keinen Stopp buchstabieren kann. Baba ist Shot. Ja, lass mich das mal machen. Einfach weil ich Spaß gerade daran habe, mit den Buchstaben da ein bisschen rumzuspielen. Baba ist Shot. Ich warte jetzt wirklich ein Puh zu hören und dann hat sich das. Nee. Bäh. Ich realisiere, dass eine Sache so überhaupt noch nicht hier existiert. Und zwar der Geist. Den Geist, also Ghost is Ghost and Stop. G-H-O-S-T. Ha. Interessant. So, wir wissen, wir können mit dem Star agieren. Ich denke, das ist der erste Schritt, dass wir sagen, Star ist Flag. So. Gut. Jetzt. G-O-S-N-T. Was haben wir davon? Ich kann Ghost buchstabieren. Cool. Ich habe kein Ghost. Ich muss also ein Ghost erzeugen. Es ist ganz simpel, ein Belt ist Ghost. Und ich ganz einfach sage, Belt ist Ghost. Sage, ich sehe schon. Okay, also wir müssen das, ja, okay. Der Witz muss für uns sein, dass wir gleichzeitig Flag is Fall and Belt is Ghost sagen. Okay, wie mache ich das? Das ist... wandert hier fest hin. Das Flag... würde hier hingehen. Jetzt nehme ich das Belt. Okay, also ich muss es so schaffen. Ja, okay. Du wanderst nach oben. Ja. Das muss der Witz sein. Ihr wandert so hin. No. Okay. Hier ist eine gewisse Taktik, die ich brauche, die ich noch nicht gefunden habe. Denn, wie gesagt, es muss beides gleichzeitig passieren. Was wäre? Jetzt muss ich aufpassen, wie ich das mache. Deswegen, weil ich komme dann nämlich nicht wieder raus. Lass mich das Flag dann nochmal ganz kurz rausnehmen. Das ist nämlich, lass mir einfach ganz kurz alles rausnehmen. Ich glaube, der Witz muss sein. Das G muss hier vorher hin. Das Flag kann dann nämlich daran sitzen bleiben. Genau. O, H, O, S und T.
wann hat denn darüber? So, und das muss ein schon nach oben, genau, weil sonst könnte ich nicht mehr schieben. Und das ist sogar von der Position schon richtig. Okay. Wenn ich das jetzt noch so mache. Und so. Genau. Jetzt ist nämlich Flag ist Fall aktiv, Belt ist Ghost aktiv und die Belts, die sich zu Ghost verwandelt haben, halten trotzdem das Flag und ist. Das Ding ist runtergefallen, wird festgehalten. Nice. Also ich denke, ich war auf dem richtigen Weg. Ich hätte halt nur herausfinden müssen. Oh, hi. Hätte nur herausfinden müssen, dass der Ghost insgesamt mir noch gefehlt hat. Machen wir den heute noch? Ich meine, ich bin eh schon in Überlänge vermutlich. Extra One Meteor Strike. Okay, andere Anordnung, aber das Level erneut. Baba Zero Skull is Defeat, Ghost is Ghost, and Stop Wall is Stop, Baba is Melt, Belt is Grass is Hot, Love, Flag, Me is Move and Push, Flag is Win, wird wieder von einem Push-Ding festgehalten, Star is Melt, Has Love, is Melt and Love. Okay, also ich starte jetzt erstmal ganz simpel mit dem nochmal. Warum habe ich hier diese Anordnung? Die Idee, wieder zu sagen, das soll darunter fallen, ist zwar eine Option, aber auch hier natürlich klar. Okay, also das riecht danach, als bräuchten wir Baba is Hot ebenfalls vielleicht noch. Irgendwas muss auch gleichzeitig Hot sein. Weil wir wissen... Oh. Das ist interessant. Das ist sehr interessant und vermutlich auch sehr fies. Denn man muss überlegen, wir wollen an den... Warum wollen wir an Love rankommen? Also die... Battleship, Grass is Grass, but it's not Flag, genau. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine Flagge. Was hält mich davon ab, einfach Star ist Flag zu sagen? Und den ganzen Schwachsinn hier zu überspringen. Star ist Flag. Achso, weil mir hier jetzt für den Ghost fehlt, ey. Aber gleichzeitig halt das Love ist mir noch nicht klar. Weil das Fiese ist, selbst wenn ich sagen würde, irgendwas ist hot, in der Sekunde, in der ihr das irgendwas ist hot mit dem Star interagieren würde, um dann halt das Love zu bekommen, würde Love ja ebenfalls unter dem Melt leiden. Und dabei draufgehen. Das heißt also, das Love ist... Flag muss eigentlich der gleich richtige Punkt sein, in der Hoffnung, dass, wenn man dann den Star auflöst, das Love gar nicht aufgelöst werden kann, weil es sofort zur Flagge wird. Oder? I don't know. So, ich nehme euch einfach mal hier raus. Einfach nur, um hier schon ein bisschen spielen zu können. Die große Frage ist... Was soll denn hier heute runtergefallen werden lassen? I don't know. Star klingt zwar immer noch richtig, aber dadurch, dass ich ja keinen Ghost haben kann. Kann ich keinen Ghost haben? Nicht wirklich, ne? Die große Frage ist, warum existiert überhaupt diese Anordnung? Man könnte natürlich sagen, Belt is hot. Und sagt, Star is fall.
ist das eine Option eigentlich? Ja, vielleicht, wenn wir das alles verschieben. Also, das ist fies, ich sehe schon. Ich kann nicht einfach sagen. Oh, da. Ich habe kein I und kein S einzeln. Hätte ich das, würde man da vielleicht arbeiten können. Nee, auch nicht wirklich. Das Fiese ist definitiv die Anordnung hier. Weil man hätte einfach sagen können, Flag. Nee, Love is Flag. Belt is Fall. Belt is Fall? Star is Fall. Belt is Hot. Wenn ich sage, Belt is Hot. Flag. Wander mal hier. Du wanderst mal hier. Ach so, Love is Melt and Love. Deswegen Love ist damit die Kondition. Ha. Jetzt habe ich schon wieder mal keine Ahnung, wo ich hier mit hin soll. Wie zur Hölle komme ich dann an eine Flagge? What? Ich kann mit Star nichts machen, weil ich keinen Sch... Mann, ich könnte den Star verwandeln. Klar. Aber dann würde ich diese Star Has Love Sache komplett aufheben. Das ist natürlich interessant. Zum gewissen Grad muss ich einfach testen. Ich sag einfach Star is Fall. Star is Flag. Ich meine, das wird diesmal nicht richtig sein. So wie das komplette Level aufgebaut ist, wirkt das so, als wäre das nicht der Fall. Aber warum? Weil das ist ja die Siegeskondition. Das ist das, was ich brauche, um das gewinnen zu können. Warum existiert dieser Spaß überhaupt? Ich meine, es muss jetzt irgendwas hier sein. Ich kann nicht Belt is Ghost sagen oder ähnliches. Und irgendwas ist Fall. Deswegen, weil ich bräuchte jetzt wirklich Flag is Fall und... Das ist für mich irgendeine Möglichkeit, das einfacher zu machen. Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach das Problem. Oder... Deswegen hier so die Anordnung zu haben, ist das, was mich noch so ein bisschen verwirrt. Was wäre... Bereite das mal vor. Sage das so. Und sage jetzt... ...dass Belt is Ghost werden soll. Ja, wie immer. Upsie. Soll man so ein bisschen aufpassen, man will natürlich keinen Buchstaben irgendwo verlieren. Belt is G H O N S T. Ach so, ja, jetzt muss ich aufpassen. Okay. Hoppala. Gib mir mal erstmal nur das T. Okay, also das ist das Problem. Ich kann das nicht rechtzeitig machen. Okay. Deswegen existiert der eine. Ich glaube, wenn ich den einen da nicht hätte. Ja, wenn der eine nicht da wäre, der eine Belt, wäre das ganz simpel. Schade. Okay. Die ursprüngliche Idee ist also hier nicht mehr möglich. Das war zu erwarten, aber halt.
Wir haben das so gemeinsam jetzt herausgefunden. Ha, 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 ha. So. Was gibt es für Optionen? Ich denke, wir müssen irgendwie mit einbeziehen, dass Star und Love irgendwie genutzt werden. Wir wissen, Fall muss trotzdem irgendwie genutzt werden, nur auf irgendeine andere Art und Weise. Ich habe das Gefühl, dass Belt ist, dadurch, dass es einfach existiert, weiterhin verwandelt werden soll. Okay, also wir hätten die Möglichkeit. Hoppala, natürlich wie immer. Wir hätten die Möglichkeit, Ghost zu buchstabieren. Cool. Was haben wir denn noch so? Oh. Oh. Ist das der Witz? Ist das wirklich der Witz? Raus, ohne das zu versaubern. So, du wanderst mal darüber. Denn was ich interessant finde, und das hatten wir nämlich schon mal gefragt gehabt, ob Wall und All gleichzeitig aktiv ist. Was passiert denn, wenn ich Ghost und Star miteinander kombiniere? Denn das müsste sogar möglich sein. Das ist interessant, weil so schaffe ich nämlich, dass keiner von den beiden aktiv wird, bevor ich den anderen da reinschiebe, richtig? Ich hoffe, das ist richtig. Ich meine, ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, das ist natürlich eine andere Sache. Haha, nice. Okay. Damit haben wir das jetzt fix. Cool. Sehr, sehr cool. Was wollen wir jetzt erreichen? Wir haben nämlich jetzt ganz bewusst noch nicht irgendwas verwandelt. So, ich gehe davon aus, dass wir... Lass mich mal ganz kurz das Ding so gut es geht auseinandernehmen. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen hier noch davon was. Also ich könnte ja mehrere von denen hier einfach hochschieben und dann einmal den Weg drumherum machen. So, ja, die sind leider fix. Die sind einfach in dem Geist jetzt gefangen. Guter. So, ich schiebe dann auch mal die Love und Flag raus, denn damit muss ich irgendwas machen. Wir wissen, Star has Love. Wir wissen... dass beide durch Melt gemacht werden. Das heißt also, ich glaube doch, wir müssen auf Hot zurückgreifen. Was also bedeutet, unser einer muss vielleicht Hot werden. Ja, muss ja eigentlich. Wir haben nichts anderes mehr. Wir haben keine Flagge, wir haben kein Love. Wir haben aber die Möglichkeit, an Love ranzukommen. Jedoch weiß ich doch nicht, wie ich an die Flagge rankomme. So, das sollte doch jetzt hier schon mal richtig sein. So, damit... Interessant, also ich kann da rausgehen. Also ich bin... Genau, zum Beispiel jetzt stehe ich hier drauf und das wird noch nicht zerstört. Okay, also da hatte ich dann halt eine falsche Idee dabei gehabt. Aber was jetzt... Weil, ist ja schön und gut, Star zu Love zu machen, aber... H-A-S. Nice. Wir können Has buchstabieren. Wie auch immer ich das mache, ohne mich dabei zu doof anzustellen. Okay, wenn ich jetzt einfach sage, Love has Flag... Dann ist da Ente im Kalender.
Kann ich das irgendwie machen, ohne mich dabei zu dumm anzustellen? Meine Güte. Ist das die Lösung? Eins, zwei, nice. Yeah, boy. So, damit haben wir das Areal geschafft. Ja, sehr gut. So, wir wissen aber, das war's noch nicht. Wir haben ja immer noch hier in der Übersichtskarte einige Sachen herumliegen. Und damit kann man auch nochmal neue Sachen freischalten. Und dafür müssen wir zu Level 7 uns begeben mit Turn the Corner. Und zwar, wir haben hier wieder ein Level-Is-Prompt. Und dieses müssen wir ein bisschen anders angehen als in der Vergangenheit. Das heißt, wir müssen nicht das Win zu Levels hinschieben, sondern wir müssen nicht unbedingt allzu viel anders machen. Aber der erste wichtige Schritt ist, dass wir Flag is Rock sagen. Und dann machen wir das Level mehr oder weniger so wie in der Vergangenheit. Um nochmal aufzufrischen, was man in diesem Level machen muss, um es abschließen zu können, sei es auf die neue oder die alte Variante. Wir müssen Rock is Open and Push erzeugen, sowie Wall is Shut, damit wenn wir den damaligen einzigen Stein in eine Wand schieben, das so aufbrechen zu können. Dann wäre man hingegangen, hätte jetzt hier das Sink zur Seite geschoben, Level is Win, Ende im Gelände. Jetzt aber, dass wir den zweiten Stein haben, können wir das erneut schieben und können damit jetzt hier ins Äußere kommen und auch Baba is You. Aber das können wir jetzt noch nicht so weitermachen, denn würden wir Baba es aktuell verschieben, könnten wir nicht weitermachen. So, unsere Idee ist, wir wollen sagen, Level is Push und ich meine, man kann wirklich nur Push nehmen. Dann wollen wir das End hier bekommen. Ich meine, auch das muss man vielleicht erst ein bisschen später schieben, denn jetzt muss man wiederum Baba is You so sagen. Schieb jetzt das End hier so hin und zu guter Letzt haben wir die Möglichkeit, als Baba auf der Übersichtskarte zu arbeiten. So, von hier aus gibt es mittlerweile drei Sachen, die wir machen können. Und hier werde ich jetzt hingehen und eigentlich einfach nur sagen, was das ist. Denn wir werden heute mit diesem letzten Teil auch zum Ende dieses Let's Plays kommen. Und zwar, ich habe mich nochmal so ein kleines bisschen reingelesen gehabt und ich persönlich war schon immer jemand, der grundsätzlich ein Ehrenfan davon war, ein Spiel durchzuspielen, bis man das Ende erreicht. Und klar, das hier nochmal so zu sehen, oh cool, man kann da nochmal ein paar Sachen anders machen, das war schon durchaus interessant. Jedoch, wir haben aktuell 187 Level gespielt gehabt. Und von dem, was ich gesehen habe, gibt es noch ungefähr 40 weitere. Und jedes dieser Level hat irgendeine Voraussetzung, die man erst erfüllen muss, um sie freischalten zu können. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt zweimal in der Wiki nachgeguckt. Einmal, um zu sehen, was man machen muss, um jetzt hier diese Extrawelt, diese Fragezeichen-Welt freizuschalten. Sowie, was jetzt als nächstes kommen würde, nach Turn the Corner. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, so mag ich Spiele nicht spielen. Gerade vor allem auch nicht als Let's Play präsentieren. Und dadurch, dass wir halt wirklich viel Zeit investiert haben, bei weitem mehr vor allem das wichtig gespielt haben, als notwendig war, um das Ende überhaupt zu erreichen, hoffe ich, dass es doch insgesamt doch in Ordnung geht, dass wir das Ganze jetzt hier so beenden und einfach so ein paar Sachen übrig lassen für diejenigen, die es vielleicht selber interessiert. Grundlegend bin ich ja eh der Fan davon, dass, wenn mir halt ein Spiel gefällt, dass andere Leute sich das ebenfalls nochmal angucken. Auf jeden Fall. Die große Idee, die wir jetzt hier verfolgen, ist, dass wir diesen Stein verschieben können. Und wir haben ja hier unten mehrere oder überall mehrere Prompts herumliegen. Und man könnte diesen Stein jetzt hier reinschieben, um damit The Depths freischalten zu können. Das ist aber noch nicht alles. Alternativ hätte man jetzt hier nochmal die Möglichkeit gehabt zu sagen, Make Rock is a Level. Das würde nämlich nochmal ein neues Level freischalten. Sowie, und das muss ich ganz kurz einfach mal gucken, wie das hier beschrieben wird. Ich habe es mir aufgeschrieben. Push Water is Sink to the Right. Also das hier. Was bedeutet, man kann mit diesen Sachen sogar tatsächlich zu einem gewissen Grad interagieren. And Make Water is Sink and Level. Wo ich mich immer noch nicht ganz sicher bin, weil wir kein End... Ach doch, hier oben haben wir das End. Okay, also man könnte das hier so nehmen und könnte damit herumspielen und damit soll man auch nochmal weitere Sachen freischalten.
Ihr bleibt dabei, das ist eine nette Idee. Es ist auch vom Spiel her durchaus unterhaltsam, hier und da nochmal neue Sachen zu erleben. Aber wie gerade eben schon so ein bisschen angemerkt, das sind so Sachen, die auf eine Art und Weise freigeschalten werden, die mir nicht wirklich liegen, weil man wirklich immer nochmal nachlesen muss. Für jemanden, der das so alleine hinschafft, der wirklich sagt, hey, ich hab hier Turn the Corner, was wäre denn, anstatt zu sagen, Level is Win, was ist, wenn ich Level ist halt und Baba? Dann, wenn man so normal drauf kommt, cool. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich halt jetzt schon bei diesen bisherigen beiden die Hilfe brauchte, dass es grundlegend jetzt auch so weiter verlaufen würde. Und ja, damit kommen wir zum Ende dieses Let's Plays. Das war ein langes Let's Play, das war ein Let's Play, das mir richtig viel Spaß gemacht hat. Es gab definitiv hier und da ein paar Frustmomente, wo man einfach das Gefühl hatte, man kommt nicht drauf, man findet es nicht, nur um dann zu realisieren, oh, man muss diese Sache, die man eigentlich dachte zu kennen, nochmal auf eine andere Art und Weise nutzen. Wie immer, beeindruckend einerseits, frustrierend aber auch ein bisschen auf der anderen. Okay, damit kommen wir hier heute zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten, hoffe, dass es euch gefallen hat und ja, bis zum nächsten Let's Play. Bis dann.